Wenn Sie diese Regierung einmal charakterisieren wollten, wie würden Sie das tun? Diese afghanische Regierung besteht aus zum Teil korrupten Bürokraten, die bestehen aus Amerika und Euro-Afghanen. Zum großen Teil stehen einschließlich Karzai auf der Gehaltsliste der CIA. Und da CIA zu Karzai nicht so ganz viel Vertrauen hat, dann haben die auch Büroleiter von Karzai auf ihre Liste genommen, Gehaltsliste genommen, mit der Begründung, dass Karzai uns nicht alles erzählt. Also diese Regierung ist keine afghanische Regierung, sondern eine Marionettenregierung, die von außen eingesetzt wurde in Afghanistan. Wie gesagt, zum großen Teil bestehen aus Amerika und Euro-Afghanen und Afghanen. Nicht einmal 5 Personen sitzen im Kabinett von Karzai, die wirklich Afghanen sind. In der jüngeren Zeit haben wir die schlimmen Folgen einer Immobilienspekulation etwa in den USA oder aber in Spanien kennenlernen müssen. Sie berichten in Ihrem Reisebericht in der jungen Welt von einer Baumafia in Afghanistan. Ja. Was läuft da? Ja. Also es gibt Leute, die mit Karzai und seiner Entourage oder mit den Warlords eng verflochten sind. Die gehen einfach in irgendwelchen Dörfer, Ortschaften und sagen, diese Gegend, diese Ländereien habe ich gekauft. Das ist mein Eigentum. Oder gibt es Bodyguards von Karzai, die beliebigen Teile des Landes einfach enteignen und da Häuser bauen. Oder selber Warlords in der Stadt Kabul, in der Hauptstadt Kabul, staatliche Ländereien einfach beschlagnahmen und tolle Häuser darauf bauen. Dann bekommen die Monat für Monat bis 8.000 Dollar Miete dafür. Und diese von wem? Von NGOs, von ausländischen Organisationen, die Geld bezahlen können, die vermieten diese Häuser und dann entsprechend diese Warlords profitieren davon ein bisschen über diese Bodenmafia. Selbst Bruder von Karzai hat in der Nähe unseres Dorfes ein riesiges Gelände beansprucht und weiterverkauft. Er behauptet, er hätte das gekauft, bei wem und wo, gibt es kein Papier, keiner kann das auch überprüfen. Und verkauft er weiter an Bauunternehmen und die bauen darauf Häuser und dann wird weiter verkauft. Also das sind die Verhältnisse, die in Kabul und um Kabul, also, weil in Kabul im Moment sehr viele Menschen leben, gibt es einen sehr starken Bedarf nach Wohnungen und die profitieren davon. Wenn sie von Kabul ausfahren, rausfahren oder reinfahren, auf beiden Seiten der Straße sieht man überall Bautätigkeiten. Das sind zum großen Teil auch sogar landwirtschaftliche, nützliche Fläche, die gebaut wird. Und das kann für Afghanistan perspektivisch katastrophale Folgen haben, weil die Afghanen sich schon heute nicht ernähren können. Über 99% aller Waren, was sie auf dem afghanischen Markt kaufen können, ist Import. Und die landwirtschaftliche Produktion ist genauso lahmgelegt, wie nicht mehr produziert. Und ein bisschen bebaubare, landwirtschaftlich bebaubare Land, das Afghanistan hat, und das auch bebaut wird, dann bleibt nichts mehr übrig. Seit dem Sturz der Linksregierung unter Najibullah war die afghanische Linke schwer geschlagen. Wie sieht es denn mit ihr heute aus? Die linke Bewegung insgesamt in Afghanistan ist immer noch sehr stark zersplittert. Auch die Demokratische Volkspartei Afghanistan, die dann unter Najibullah umbenannt wurde, Hezb-e Watan, also Heimatpartei, ist auch zersplittert. Es gibt keine organisierte linke Kraft, die in Afghanistan irgendwas heute machen konnte, wenn wollte. Aber die haben auch keine Chance in Afghanistan heute. Wird man denen überhaupt keine Möglichkeit geben, in Afghanistan irgendwas machen zu können. Die werden verfolgt werden, die werden umgebracht, die werden entführt werden, die werden vielleicht auch vertrieben aus Afghanistan. Es gibt ein paar ehemalige Funktionäre dieser Partei, die dann Wendehälse waren, Opportunisten, die in Afghanistan in der Regierung mitarbeiten. Gibt es welche, genauso wie die Islamisten. Gulbuddin Hekmatyar wird von USA und CIA verfolgt, aber ein Teil seiner Partei sitzt in der Regierung. Es ist also afghanische Verhältnisse. Ja. Verfügt die Linke eigentlich auch über irgendwelche bewaffneten Kräfte? Ja, in Afghanistan gibt es nach Angaben der Vereinten Nationen, die Angaben sind inzwischen ein bisschen alt, 2200 verschiedenste Gruppen, die gegen die Besatzer kämpfen. Aber hier in den Medien hören wir nur von Taliban und Al-Qaida. Al-Qaida gibt es in Afghanistan nicht mehr. Höchstens 5 nach Angaben der NATO sogar etwa 50 Personen.
Al-Qaida-Strukturen sind in Afghanistan zerstört. Es gibt die Mujahideen, also ehemalige Mujahideen-Kämpfer, Islamisten, unter anderem Hekmatyar oder Haqqani-Netzwerk, gibt es eine Gruppe, die sich so nennt, nach einem Mujahideen-Kommandanten, der ist Haqqani, und dann die Taliban. Aber hier in den Medien hören wir nur von Taliban. Von allen anderen Widerstandskämpfern hört man überhaupt nicht. Man will es nicht wahrhaben, dass in Afghanistan tatsächlich ein Widerstand geleistet wird, ein nationaler Widerstand, die eben die Besatzer nicht wollen. Und deswegen alle anderen Gruppen werden ignoriert und man sagt, das sind Taliban. Und linke sozialrevolutionäre Kräfte sind Teil davon. Gibt es ja auch. Ja, die sind kleinere Gruppierungen, aber die gibt es auch. Haben die in irgendeinem Landesteil von Afghanistan eine stärkere Verankerung? Das kann man nicht sagen, weil die eigentlich eher urbane Kräfte sind, eher säkulare, urbane, intellektuelle Kräfte sind. Daher sind in großen Städten auch dann präsent, beziehungsweise haben die auch Unterstützung. Wenn die auch operieren, aber auch, sagen wir, mit anderen politischen Kräften zusammenarbeiten. Man kann auch sagen, in Afghanistan, obwohl es nicht eine einheitliche linke Gruppe gibt, gibt es auch politischen Flügel, die zum Teil integriert sind in diesem System und hoffen, da irgendwas zu verändern. Aber es gibt auch Bewaffnete, die auch eben autonom, unabhängig voneinander operieren. Wie ist denn eigentlich die Zeit der Linksregierung und auch die Zeit der sowjetischen Besetzung Afghanistans in den Köpfen der afghanischen Bevölkerung verarbeitet worden? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich war in Kabul, auf dem Bazar bei uns werden Bilder verkauft. Bilder von Bollywood-Schauspielerinnen oder Schauspieler oder von Politiker. Und ein alter Mann verkaufte Bilder. Da habe ich gesagt, na Onkel, wie ist mit dem Geschäft? Mit dem gesagt, ja, ist gut, einigermaßen so, ich kann davon leben. Habe ich gefragt, welche Bilder werden am meisten gekauft. Sagt er, die Bilder von Massoud, das war ein Kommandant der Nordallianz, und die Bilder von Dr. Najibullah. Also Dr. Najibullah war der erste Präsident Afghanistan. Dann haben sie gesagt, wie ist mit den Bildern von Karzai? Die kauft keiner, sagt er. Also die Leute trauern der Zeit von Najibullah nach. In der Zeit, als die sowjetischen Militär in Afghanistan präsent war, hat die Sowjetunion faktisch Afghanistan ernährt und versorgt mit allen Mitteln des täglichen Bedarfs. Die NATO verkündet ihre Abzugspläne, ihre Truppenabzugspläne aus Afghanistan. Hat die NATO den Krieg in Afghanistan gewonnen? Also zunächst zu diesem Abzug, das ist eigentlich nicht anders als ein Betrug. Es wird kein Abzug geben, sondern es wird ein Abzug eines Teils der Kampftruppen geben. Ansonsten NATO bleibt bis unabsehbare Zeit in Afghanistan präsent. In allen Stützpunkten, die die haben, werden die da bleiben. Ich habe so formuliert, Afghanistan ist ein unsinkbarer Flugzeugträger für die NATO und die NATO ist nicht dahin gegangen, wieder abzuhauen. Die USA, allein die USA beanspruchen etwa 6 große Stützpunkte und 12 kleinere Stützpunkte in Afghanistan. Und die Bundeswehr und andere auch. Also die bleiben alle noch in Afghanistan. Aber der Krieg wird afghanisiert. Und zwar, die haben inzwischen so viel afghanische Militärs, Polizisten und Kämpfer der Mujahideen wieder reaktiviert, dass sie die Kampfaufgabe übernehmen sollen. Also die Afghanen werden Afghanen umbringen und die gucken von ihren Stützpunkten, ob hier oder da nötig ist, als Unterstützung für die afghanische Regierung zu intervenieren, ansonsten sollen die Afghanen den Krieg unter sich ausmachen. Das ist die Realität und Perspektive des Abzuges, was NATO verkündet. Der Krieg ist also nicht gewonnen? Der Krieg ist nicht gewonnen und wird auch nicht gewonnen werden können. Die hoffen, dass irgendwann der Widerstand müde wird und bereit sein, möglicherweise mit Karzai-Administration oder künftige Kabul-Administration zu verhandeln. Die sagen, mit Marionetten verhandeln wir nicht. Der afghanische Widerstand sagt, wir verhandeln direkt mit den USA. Also der Herr in Afghanistan sind die USA. Mit denen wurde verhandelt. Aber die USA stellen Bedingungen und diese Bedingungen werden von den Widerständern nicht akzeptiert. Herr Waghi, zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs eine Frage zu einem gewissen Oberst Klein, der in der nächsten Zeit zum General befördert werden soll. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
Für mich war das sehr, sehr schmerzhaft. Und für mich hat das bedeutet, selbst als er dann freigesprochen wurde, nicht, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht in einem Rechtsstaat leben. Der Oberst Klein hat nach den ersten Meldungen 74 Menschen, darunter Kinder und auch Frauen, bombardieren lassen. Und es gab einen Beitrag im Spiegel, oder so, glaube ich, so ein Titelblatt, ein deutsches Verbrechen. Also selbst die hiesigen Medien, die einigermaßen kritisch sind, haben diese Akt als Verbrechen bezeichnet. Und die afghanischen Offiziere, die mit Klein zusammengearbeitet haben, haben gesagt, das war eine Rache und eine Machtdemonstration. Der Oberst Klein hat seine Macht hier gezeigt. Selbst die Amerikaner, die eigentlich als scharfe Hunde eingestuft werden, die Piloten, die bombardieren sollten, haben mehrfach bei Oberst Klein gefragt, ob sie nicht Tiefflüge machen sollen zumindest, um die Leute zu erschrecken. Also die haben sich mehrfach abgesichert, bisschen mehrfach andere Vorschläge gemacht, bevor sie diese Bomben geschärft haben und bombardiert haben. Aber der Oberst Klein bestand darauf, zu bombardieren. Und ich war in einem Fernsehgespräch, das war im Vorfeld eines Bundestags, einer Bundestagsdebatte in Phoenix gesagt, dass diese Bombardement völlig überflüssig war. Die Tanklaster, die entführt worden waren, waren stecken geblieben. Im Sand in einem Fluss. Und die fuhren nicht Richtung Stützpunkte der Bundeswehr, sondern in die Gegenrichtung. Also die waren auf keinen Fall, die konnten auf keinen Fall, wie der Oberst Klein behauptete, als eine Bombe gegen die Stützpunkte, gegen die Militärs der Bundeswehr genutzt werden. Im Gegenteil, die waren fuhren auf die Gegenrichtung und waren stecken geblieben. Und die Dorfbewohner, darunter auch Kinder, kamen, um von diesem Tanklaster Brennstoff abzuzapfen. Also die waren auf keinen Fall Gefahr für die Bundeswehr oder für irgendwelche andere westliche Sicherheitskräfte. Aber eben der Oberst Klein hat gesagt, von der ISIS sollte er so General befördert werden. Also das war für mich sehr, sehr schmerzhaft. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war einfach sprachlos, was ich dazu sagen soll, wenn jemand mich fragt und dazu von mir meine Meinung hört. Also das war für mich sehr schmerzhaft, Informationen, die ich bekommen habe. Herr Barak, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.